über den präsentiert vom Snackity Snack Snack. Viel Spaß. Hallo, willkommen zur schon lange erwarteten Fahrerparade der quasi 3 Stunden GT-Liga hier von VSR. Wir gehen auf direkt los angesu bei Kunosat zusammen mit seinem Teamkollegen Bobo. Ja, mal gucken, ne? Ein neues Gesicht bei uns. Der Skin sagt schon einiges aus über die beiden. Bin mal relativ gespannt, was er reißt mit auf jeden Fall. Fahrer Nummer 69 bei ihm. Und ja, Bobo, der wirkliche Verlierer des VSR Lotus Cups von damals. Damals noch bei Haas. Mal gucken, ob es vielleicht dieses Season klappen wird. Auf jeden Fall daher viele Gegner. Unter anderem Hamburg und Slow Snail. Und wenn wir jetzt schon mal bei Hamburg sind, ja, auch er wieder am Schlüssel hier. Ja, auch mit der Corvette. Alle bisher. Ja, Hamburg. Der will sich mal einen Titel holen, endlich mal. Wäre auch schön. Mal gucken, was für ihn so passieren wird an sich. Bin ich relativ gespannt. Sein Teamkollege dieses Mal bei Puma Racing. Landvogt, der bisher nur in der Form 1er tätig. Ansonsten ist auch bei ihm, bei uns seine erste Saison. Mal gucken, was er so reißen wird, vor allem ja, die Teamschwankungen. Ja, dann gehen wir zum ersten Porsche und zwar zum Maler von Fritz Kohler Racing. Er ist bei Assad Corsa 9, wir kennen ihn ja schon. Mal gucken, ob er die Rennen durchhalten wird und am Ende die Punkte holen wird. Auf jeden Fall, er sagt ja auch, erstmal durchkommen ist das Wichtigste. Ja, Malwurf mit dem wohl besten Standardskin in der Liga bei ja, Buddeloch Racing, wer hätte gedacht. Auf jeden Fall auch immer der Fahrer Nummer 13 wieder da. Mal gucken, wie es für ihn laufen wird nach der GT3-Liga. Wir sind nach allen Ligen bei ihm. Weil er ist ja schon zwei Fahrer. Ja, dann Timo. Ja, mit seinem Zug könnte man sagen, mit dem Porsche für DB Motorsport mit dabei. Auch er muss gucken, dass er mal so langsam in die Hufeisen kommt und Punkte wird auf jeden Fall, Palli holen, wenn nicht sogar Podium. Mal gucken, ob Timo mitziehen wird und eventuell mal DB in Doppelsiegung kann. Auf jeden Fall Pali mit der Nummer 98 dabei. Er will auch nicht angreifen und auch ein paar Mal siegen. Das meinte er zumindest. Mal gucken, wie es so verlaufen wird bei ihm. Auf jeden Fall Send. Ja, bei seinem Werksteam bei VSR Racing zugange auch mal mit dem Porsche auf. Und natürlich bei ihm. Klar, das Durchkommen auch eventuell. Die Top-10-Platzierungen sind bei ihm dann natürlich strengstens da. Mal gucken, wie es bei ihm am Ende laufen wird. Dann, ja, sein Teamkollege lauten Spider Rider. Und der andere kommt gleich noch. Spider Rider, ja gut. Pre-Season hat er beim ersten Tag die Bestzeit. Die absolute, mal gucken, wie es für ihn laufen wird auf den einzelnen Strecken. Auch er hofft ihn dann natürlich Podien und so weiter. Und mal gucken, vielleicht reißen wir ihn vielleicht sogar für die Meisterschaft auf jeden Fall. Hayes, der Jüngste bei VSR Racing Team. Auch er möchte dann nach dem Lotus Cup mal gucken, was er so drauf hat im Endurance Leben. Quasi auch er bei VSR Racing mit dabei mit der Fahrer Nummer 14. Dann kommen wir nochmal in ein anderes Land, und zwar Craig C. aus Schottland, der Formel 2 Champion. Der frisch gebackene Formel 2 Champion jetzt auf dem Weg mit dem Porsche zum zweiten Titel. Wir werden sehen, auf jeden Fall mit der Fahrer Nummer 4 bei Hokkari Racing. Ja, dann der inzwischen dreifache Champion Slowster ist natürlich auch wieder dabei mit seinem Martini Racing Porsche mit der Fahrer Nummer 8. Er will natürlich gewinnen, das ist natürlich klar. Mal gucken, wie es für ihn mit 3 Stunden aussehen wird. Sein Teamkollege natürlich wie immer Race to Win mit der gleichen Fahrer Nummer wie auch immer. Ja, Slowster im weißen und der eben im schwarzen Skin. Auch er erhofft sich natürlich wie immer die Podien, beziehungsweise auch eigentlich jedes Mal ein Podium, klar, logisch. Aber auch an sich eben von ihm hoffentlich eine gute Season dann halt eben René Sivet, beziehungsweise King of Rebels noch, wenn ich nicht ganz. Ja, er fährt wahrscheinlich mit dem auffälligsten Skin rum bei Red Bull. Mal gucken, Fahrer Nummer 22, mal gucken, was er reißen wird. Ich bin gespannt. Tiki, Knock Racing, ja, sobald Tiki mitfährt, gibt es Knock Racing ja auch jetzt auf dem Weg vielleicht zum dritten, wenn es eben dann in der Budget Class 2 Liga ausreicht. Fahrer-Team-Titel, mal gucken, ne? Auf jeden Fall wird er auch wieder unterstützt von seinem Teamkollegen Carlo mit der Fahrer Nummer 11. Die beiden fahren in einem Gulf, das gehen würde man so sagen. Ja, mal gucken, was die zwei so reißen werden. Bin ich auf jeden Fall auch gut hoffen, dass die auch eventuell Carlo Gabri schon weiter geht, jetzt alle am Weltfest mal am Podium stehen wird. Ja, Kev auch wieder dabei. Ja, bei Iceland Chevrolet Racing, in Anführungsstrichen mit der Fahrer Nummer 9. Bisschen NASCAR-Style, muss ich ehrlich gesagt sagen. Also hier die Nummer schon ganz, ganz im NASCAR-Style. Das ist sein Teamkollege, aber diese ist auch wieder Sören Krühl. Also die beiden haben sich anscheinend wieder gefunden. Auch er in seinem NASCAR-ähnlich ausschauenden Corvette. Bin mal gespannt, er hat ja noch nie Kurzstreckenrennen gewonnen, wir sind nur Landstrecken bei anderen Leuten. Mal gucken, wie es dieses Jahr bei ihm laufen wird. Auf jeden Fall Mark Weid auch neu dabei, vorne um 31 bei Deltec Racing, auch er aus Rumänien möchte natürlich so gut wie möglich Punkte holen, was eigentlich jeder von uns möchte.
Mal gucken, wie es bei ihm laufen wird. Am Ende der Season auch schon wieder 5, weil ja, die Advanced Bros besuchen uns auch mit Alfanchi, der erste Monogastik bei VSR, der erste Fahrer aus Monaco, aus dem Fürsten, zum ganzen Land der Erde, auch er natürlich. Erstmal gucken, wie es laufen wird mit seiner Corvette. Und ja, natürlich, die Advanced Bros kommen nicht selten alleine, sondern eben auch von einer Seite im Teamkollegen heißen in Wave. Fahrer Nummer 97. Ja, mal gucken, auch natürlich für alle Güter eigentlich bei denen im Team das Ziel, ja, erstmal durchkommen und dann halt eben möglichst viele gute Punkte holen. Ja, Niklas aus Dänemark auch neu dabei, also alle neue, fast viele, viele neue Gesichter, auch er natürlich durchkommen, Punkte holen, wird im Wave und der Fanchi natürlich als Teamkollege bereitstehen, aber auch ein Teamkollege von, in dem Fall Rupnecht sein, auch er neu dabei, alle von der Fans Bros Gruppe. Ja, vorne einem Red Bull ähnlichen Skin, aber halt eben dem Red Bull aussehenden F1 Pro Skin. Mal gucken, wo wir eventuell mal dieses Fahrzeug dann wieder sehen dürfen. Ja, dann geht's halt zu Ghost Racing Poker. Ja, gut, nach der Project Cast, bei der Project Cast 2 Liga lief es schon relativ gut. Er traut sich mehr zu Assad Quasar. Neues Kapitel für ihn dann natürlich, der Skin. Wenn jetzt so schön, wenn seine Ergebnisse dann auch so schön aussehen, dann freuen sich natürlich seine Teamkollegen lauten Strike und Yogo. Zu Yogo kommen wir gleich, Strike auch. Jetzt dann in seiner zweiten Saison dabei, neben eben der Project Cars 2 Liga. Mal gucken, wie es für ihn laufen wird. Wird das Ganze wahrscheinlich auch live streamen, also mal gucken. Ja, Yogo aus Belgien, auch noch angesprochen, neu nach Assad Quasar auf jeden Fall dabei. Mal gucken, wie es für ihn laufen wird. Ghost Racing auf jeden Fall relativ gut gewappnet quasi für gute Punkte, mal gucken. Aber ich stelle jetzt einfach mal, dass das Poker Strike und Yogo auch schon auf einem Level ist. Nee, dann kommen wir noch zu einem komplett neuen Team, und zwar zu Kraut Racing, ja. LOL kennt hören, auch neuer Pilot, Fahrer Nummer 21 aus Deutschland. Mal gucken, wie es für ihn laufen wird. Ich sage das bei ihm eigentlich mit guten Punkten, aber ist ja auch so. Ja, mal gucken, wie es für ihn laufen wird. Sein Teamkollege, sein Debüt-Season, so heißt, ist VTGO. Mit der V-Nummer 70 auch für ihn natürlich neu. Das ist auch ein komplett neues Team. Aber selten gab es so viele Fahrer. Dieser neue Fahrer, nämlich auch der letzte Fahrer auf der Liste, Dominik Spiker. Von DMC Racing mit der Fahrnummer 24. Ja, mal gucken, wie es umlaufen wird. Auch sein Skin sagt schon einiges aus. Aber so viel aus Frankreich. Die Fahrzeuge sind vorgestellt worden. Ich hoffe, ihr konntet euch einen kleinen Einblick in die Saison verschaffen. Dann danke fürs Zusehen. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann hören wir uns hoffentlich dann zum Qualify wieder. Zum nächsten Video der deutschen GTE Liga. Wieder mit rein. Tschüss. Dieses Video wurde Ihnen präsentiert vom Snackly Snack Snack. Bis zum nächsten Mal.